Ja, und somit herzlich willkommen zum neuen Reaction-Video hier auf dem Kanal. Heute schauen wir uns mal zwei Trailer an von Crime Boss Rockay City. Das Ganze wurde ja bei den Game Awards 2022 vorgestellt als Weltpremiere. Und es soll sich um einen Cooperative First-Person-Shooter handeln, der für PC und die Next-Gen-Konsolen rauskommt. Ist von InGame Studios, soweit ich weiß, das erste Spiel von denen. Aus der Tschechischen Republik. Und als ich den Trailer gesehen habe, da habe ich sofort an GTA oder Saints Row gedacht, weil das Ganze ein bisschen so in dieses Setting reingeht. Ja, und ich würde sagen, wir schauen uns den Trailer einfach mal an, den ersten. Und let's go. So you wanna be a criminal, do you? Game on! Crime Boss. Rockay City, Florida, 90er Jahre. 90er Settings schon mal ziemlich nice. Und was ich auch wieder positiv finde, ist eigentlich, dass reale Personen genommen wurden. Bekannte Persönlichkeiten. Ich sage zwar, die meisten haben fast gar nichts, aber trotzdem ziemlich nice. Und auch das Setting sieht eigentlich ziemlich cool aus. Wie gesagt, ich dachte da eigentlich an GTA Saints Row. Kommt zumindest in das gleiche Setting hinein. Allerdings habe ich auch erfahren, dass das dann Jump Noise, dass das dann doch eben nicht unbedingt so ein Open World Spiel wird, sondern eher wie Payday wird, also Open World Level Sections würde ich das jetzt nennen. Und wie man eben sieht, kommt das Ganze am 28. März raus, 2023. Und man kann es jetzt schon für 40% günstiger beim Epic Game Store vorbestellen. Und ja, ich behalte das sicherlich im Hinterkopf. Ich werde mir das sicherlich anschauen, sobald es raus ist. Aber jetzt erstmal zum nächsten Trailer. Hier haben wir jetzt also einen Gameplay-Trailer. Den habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Geht ganze 8 Minuten. Da bin ich mal gespannt, wie es aussieht. Das Ganze wird auf der Unreal Engine 5 entwickelt. Auch ziemlich nice. Ich hoffe allerdings, dass es auch einen Singleplayer gibt, was ich sicherlich denke, weil ich bin eher nicht so der Multiplayer-Typ. Aber es sieht schon mal ziemlich vielversprechend aus mit den ganzen Details und der Grafik. Wenn ich jetzt zwar diese ganze große Stadt hier sehe, frage ich mich dann doch, ob es nicht doch auch ein bisschen in Open World geht. Boss, we made it to the lobby. You need the control room to get the skylight open for the chopper. Camera is dead. Looking for the control room. Okay, Payday Vibe gibt's auch ein bisschen. Handle the business.
son of a bitch is open. One guard is down. Mira, it's moving. Don't waste time. Locate the statues. Dale, team. You know what to do. Explosive is coming in. Move, move away. Jojo, that was big. Get in there. We're in, but that's the alarm. Find the right vault. If the explosion sucks, not so nice. Get ready to go, hot. Warum C4 sollte eigentlich die Tür eigentlich zerstören? Aber wir gingen einfach bloß auf. Bin ja gespannt, ob das dann eher solche Missionen immer wird. Zu geben wird oder eben noch etwas anderes. Wenn es bloß um Überfälle geht, wie bei Payday eben, dann kann es vielleicht ziemlich generisch werden mit der Zeit. Inspiration zumindest bei Payday. Wires coming through the skyline. Yeah, wire them up. Get ready to lift them. Don't you drop that motherfucker. It's worth a lot. There it goes. Schade, ich dachte, da wird jetzt noch mehr gezeigt. Obwohl. Nee, den kennen die schon. Okay, das war ziemlich interessant. Ich hoffe mal, die Missionen werden etwas abwechslungsreicher als jetzt bei Payday, wenn es in diese Richtung geht. Aber mal schauen, ich bin ziemlich gespannt darauf, wie das Spiel sein wird. Die Waffensounds haben mich jetzt nicht so sehr überzeugt, da habe ich schon Besseres gehört. Aber eben wie gesagt, nach meinen Recherchen ist das erste Spiel dieses Entwicklerstudios. Von daher darf man da noch nicht ganz so kritisch gegenüber sein. Aber ich werde es mir auf jeden Fall holen, sobald es draußen ist. Sieht ziemlich spannend aus und ja, von daher
Alle weiteren Links und Informationen zu den Trailern ist in der Videobeschreibung. Ja, und haut rein und vergesst nicht, immer schön böse bleiben. Ciao!